Hallo, du Freiheitsliebender. Ich komme mal hier nach vorne in die Kamera und den Herrn möchte ich dir heute vorstellen. Das ist der Manuel González und der wird dir dabei helfen, wie du 1000 Euro nebenbei verdienen kannst. Also bleib auf jeden Fall bis zum Ende und wenn dir solche Videos gefallen, dann auf jeden Fall Daumen hoch dafür. Oder 500. Manuel, cool, ey. Erstmal schön, dass du hier bist. Wir sind hier auf der Contra gerade und erstmal kannst du vielleicht für die Leute, die dich noch nicht kennen, sagen, was machst du, was geht bei dir gerade aktuell? Super gerne. Also ich bin Marketing Professional. Ich komme ganz stark aus dem Persönlichkeitsentwicklungs- und Dating-Bereich auch und habe viele Mechanismen, die man im Zwischenmenschlichen da verwendet, auch verwendet, um eben jetzt Menschen zu helfen, Kunden zu gewinnen. Weil am Ende des Tages ist es ja immer das Gleiche. Also ich möchte jemanden anziehen, der dann mein Angebot wahrnimmt und der mir vertraut und mit dem ich auch langfristig eine wertvolle Beziehung haben kann, in der für beide Parteien eben was auch entsteht, was nutzt. Und was wir machen ist eben, dass wir kleinen und mittelständigen Unternehmen helfen, automatisiert, digital täglich neue Kunden zu bekommen, indem sie die richtigen Werbemaßnahmen machen. Das heißt, wenn du schon ein Business hast, wenn du schon vielleicht ein, zwei Kunden hast, ob das online oder offline ist, ist gar nicht so wichtig, dann können wir dir helfen, automatisiert mehr Kunden zu bekommen, indem du einfach so ein, zwei Schalter umlegst. Weil bei den meisten Leuten, du weißt es selber, bei den meisten Leuten fehlt nicht das ganze Große, sondern bei den meisten Leuten fehlen so ein, zwei Stellschrauben, wo du innerhalb von 24 Stunden, wo es Klick macht, und dann ist das wie so ein Wasserhahn, den du aufdrehst und die Kunden kommen raus. Ja. Und genau das ist unser Job. Und wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel die Leute, die vielleicht noch am Anfang stehen, jetzt einfach mal 1000 Euro nebenbei zu verdienen, was wären da so die Stellschrauben, wo du sagen würdest, da geht's, da drehst du dran am Anfang, ganz am Anfang? Ja, das ist immer das gleiche Spiel, weil du musst da, was du ja gern sagst, ist, dass es wichtig ist, dass man erstmal mit dem Produkt anfängt. Also man muss ja erstmal was haben, was man verkauft. Und das kriegt man relativ schnell aufgestellt. Und das Schwere, was ich heutzutage immer wieder sehe, ist eben nicht, dass man etwas hat, was man verkaufen kann, weil das geht recht schnell. Das Schwere heutzutage ist, dass man tatsächlich die Kunden bekommt, die einem vertrauen. Und selbst das ist eigentlich relativ einfach. Und ob es dann darum geht, 1000 Euro oder 10.000 oder 100.000 Euro nebenbei zu machen, das ist am Ende des Tages immer quasi eine Straße. Und das, was dich zu 1000 führt, bringt dich in dieser oder abgewandelter Form auch zu 10.000 oder zu 100.000. Und das ist klassisches Skalieren. Und das Einfachste, was man machen kann immer, ist, dass man sich erst einmal überlegt, ist denn mein Angebot mit dem, was mein Zielkunde verlangt, deckungsgleich? Weil die meisten Leute überlegen sich, ich könnte ja das verkaufen und versuchen dann irgendeinen Kunden dazu für zu finden. Ja. Aber das ist eben nicht das Zielführende, sondern besser ist es zu überlegen, was ist der Rahmen, in dem ich mich bewegen will. Dann nehme ich mir 10 potenzielle Kunden, spreche mit denen und finde heraus, okay, das ist das, was die wollen. Und dann entwickle ich ein Produkt, das genau darauf abgestimmt ist, auf das, was sie wollen. Und wenn ich vielleicht schon ein Produkt habe, dann passe ich zumindest das Marketing so darauf an, dass das Marketing das sagt, was die Kunden auch denken. Weil wenn du die Sprache deines Kunden sprichst, dann versteht er dich und also, dann kann er kaufen. Also das ist quasi dieser Lean-Startup-Ansatz, dass du mit den Leuten halt erstmal in Kontakt kommst und herausfindest, was wollen die Leute eigentlich haben. Wie machst du das dann als ersten Schritt? Gibt es viele Wege. Also das Einfachste ist, dass du dir einmal deinen Kunden ausmalst, dass du überlegst, wer ist mein Kunde? Und wenn du diesen sehr genau hast, also du sagst nicht, der ist 20 bis 40, sondern du sagst halt, der ist 28, der lebt in Wiesbaden, der heißt Sascha und der geht gern golfen und du brauchst wirklich eine genaue Psychografie, eine Demografie, du musst ganz genau wissen, wer ist es und es ist am besten wirklich eine bestimmte Person. Dann gehst du in deinen Freundeskreis und suchst diese Person. Ja, genau. Ja, also jeder hat diesen Freund, den er dann als Kunden haben möchte, hat er irgendwo oder Familienmitglieder oder selbst wenn es auf einer Veranstaltung ist, aber du musst irgendwo hingehen, wo so dieser Mensch ist. Den perfekten Kunden malst du dir aus und überlegst, ey, den habe ich doch in meinem Freundeskreis, dann den direkt mal besuchen und dann mit dem sprechen und herausfinden, was will der und dem auch ein Angebot machen. Richtig. Cool, ja. Das ist das Qualitative. Ne? Du musst erstmal hin, du musst erstmal die Qualität deines Wissens optimieren. Und dann brauchst du eben auch noch eine gewisse Reliabilität und die kommt eben mit der Quantität. Auf Deutsch, du brauchst einfach mehr von deiner Zielgruppe und brauchst mehr Feedback von mehr Leuten, damit du dir sicher sein kannst, dass das Feedback, was du hast, auch das Richtige ist. Mhm. So, jetzt sagen viele Leute, Mann, Manuel, du sprichst so schnell. Der einzige Grund, warum ich so schnell rede, der einzige Grund, warum ich so schnell rede, ist, weil es so viel zu sagen gibt und die Leute immer denken, jetzt muss ich all das noch mir reinziehen und konsumieren und machen. Das ist alles Bullshit. Das Einzige, was du brauchst, ist, zu deinem Kunden zu gehen und zu fragen, was er will. Weil wenn du weißt, was er will, dann machst du ihm das richtige Angebot fertig. Und deswegen haben wir beispielsweise auch ganz viel persönlichen oder auch Telefonvertrieb, weil wir mit den Leuten reden und die Leute sagen uns, hey, ich will gar keinen Videokurs. Ich will, dass sich jemand mit mir an den Tisch setzt und das mit mir durchgeht. Ja, dann machen wir dem Angebot und es funktioniert. Ja. Und das ist eben das Wichtige. Du darfst nicht überlegen, was willst du verkaufen, du musst halt überlegen, was wollen die anderen haben. Und dann verkaufst du denen das. Und das sorgt eben schon ganz schnell dafür.
wenn du anfangen willst. Wie findest du dann ähnliche Leute von denen? Also wenn du sagst, hey, jetzt hast du den perfekten Kunden, hast mit dem geredet, weißt, was das Problem ist, was wären dann so, wie würdest du dann die Reichweite angehen? Im Grunde drei Wege. Mhm. Also einmal, wir kennen unseresgleichen. So, ich bin Online-Marketer. Wenn du mich fragst, kennst du einen Online-Marketer, dann sage ich ja. Das heißt, ich kann dir per se erst einmal 50 Online-Marketer vorstellen. Das heißt, dein Freund, der diese Zielgruppe ist, den kannst du fragen, kennst du mehr deiner Sorte? Mhm. Dann wird er in der Regel sagen, ja. Dann hast du schon mal da wieder Leute, die du auch wieder fragen kannst, kennst du mehr von deiner Sorte? Mhm. Der zweite Weg ist ganz klar das Branding über Social Media. Wenn du jetzt meinetwegen Pferdefutter verkaufst, dann machst du einen YouTube-Kanal und eine Facebook-Seite über Pferdefutter. Mhm. So, und dann arbeitest du eben mit anderen YouTubern zusammen, die im Pferdebereich sind meinetwegen, und baust dir so eine gewisse Reichweite auf. Ja. Und der dritte Weg ist eben, dass du Pay-per-Click-Marketing machst. Das heißt, du schaltest einfach Werbeanzeigen, idealerweise auf Facebook, weil es sehr unkompliziert ist, und findest dadurch dann eben neue Kunden oder neue Interessenten, die du halt über einen Aufwärmprozess dazu führst, dass sie am Ende des Tages sagen, okay, das, was der anbietet und der Typ, das ist cool, das nehme ich. Ja. Das finde ich cool, wenn jetzt für die zu Hause vielleicht, wenn du jetzt gerade an so einem Punkt bist und sagst, ja, Business und schwierig und hier und da online, dann schnapp dir doch einfach mal dein Telefon und überleg mal vielleicht, wenn du jetzt ein Fitness-Typ bist oder so, interessierst dich für Fitness, was hast du für Leute in deinem Telefon, die Fitness machen, und ruf die mal an. Das ist das, was nämlich echt viele gar nicht sehen. So Online-Marketing, erstmal schön und gut, aber wirklich mal herauszufinden, was die Probleme sind der Leute, das finde ich gut. Und dann vielleicht findest du dann am Ende des Gesprächs, sagt er dann so, finde ich cool, und dann kannst du dir auch vielleicht echt mal ein Coaching oder ähnliches anbieten. Ne? Ja. Klasse, ja. Und deine ersten 1.000 Euro nebenbei verdienen. Ja. Eben, und das ist auch der Punkt, die Leute fragen, wie mache ich meine ersten 1.000 Euro nebenbei? Und das, was ich gerade gesagt habe, und das nochmal, analysier das nochmal. Das Wichtige ist eben nicht, dass du es schaffst, ein automatisiertes Business zu machen, was dir jeden Tag 10 Kunden für 20 Euro bringt, sondern das Wichtige ist, dass du herausfindest, was eine Person will, dass du für diese eine Person ein hochwertiges Angebot machst, und du verkaufst du einmal im Monat eine Sache für 1.000 Euro, hast du 1.000 Euro nebenbei gemacht. Genau, mit einem Anruf. Ja, eben. Ja. Und wenn es vielleicht zwei oder drei Anrufe sind, weißt du, aber das ist eben nebenbei, verstehst du? Und die meisten Leute versuchen, ein Produkt für 50 Euro 20 Mal zu verkaufen. Was aber einfacher ist, ist ein Produkt für 1.000 Euro einmal zu verkaufen. Ja. Und weil du dann mit einer Person einfach ein wirklich, meinetwegen zweistündiges Gespräch führen kannst. Ja. Und dann kommst du aber zu diesem Punkt, dass ihr euch einig seid, und dann kauft diese Person das. Und wenn du vielleicht einmal 1.000 zu viel ist, dann machst du zweimal 500, meinetwegen. Aber das ist eben dieser wichtige Punkt. Diese Größenordnung, ja, also irgendwo hört es auch wieder auf, wenn du versuchst, einmal was für 1 Million zu verkaufen, da ist es schwerer, Kunden zu finden. Mhm. Ja. Aber wenn du halt wirklich nur in Anführungsstrichen 1.000 Euro nebenbei machen willst, dann findest du viele Leute da draußen, die 1.000 Euro haben und bereit sind, für eine Lösung für eines ihrer Probleme 1.000 Euro zu zahlen. Ja. Ein gemeinsamer Bekannter von uns hat mal gesagt, das Geile am Geld haben ist, dass wenn ein Problem aufkommt, du einfach Geld drauf wirfst und dann ist das Problem weg. Und du musst der sein, auf den das Geld geworfen wird, damit das Problem weg ist. Ja. Weil dann fliegt das Geld nämlich in deine Richtung. Und du kannst den Leuten auch viel mehr helfen, wenn du jemanden hast, der dir ein bisschen mehr Geld bezahlt. Dann kannst du dem auch viel mehr helfen, kannst viel mehr deiner Zeit da auch investieren. Ja. Und kannst auch ein geiles Freedom-Business aufbauen, wo du dann vielleicht einfach ein paar Anrufe im Monat machst oder so. Oder dein Team. Und du da Menschen einfach richtig geil mit Coachings live oder vielleicht auch über Skype weiterhilfst. Cool, auf jeden Fall. Ey. Wir haben übrigens auch ein Video gemacht, gemeinsam auf meinem Kanal. Also, wenn du magst, willst du es verlinken? Denn auf jeden Fall. Also, wir verlinken erstmal Manuels Kanal. Wenn du da noch mehr zu wissen möchtest, schau auf jeden Fall rein. Auf jeden Fall richtig cool. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch dafür, auf jeden Fall. Oder zwei. Abonnier den Channel. Und wenn du noch ein Video dazu hast, dann verlinke ich das auch noch zu dem Thema. Dann haben wir das am Start. Danke dir, Manuel. Cool, auf jeden Fall. Wir gehen jetzt wieder ins Getümmel hier. Ja, und wir sind auf der Kontra. Genau. Und euch dann noch einen schönen Tag. Denk dran, du hast nur ein Leben, also mach das Beste draus.